So, die halbe Miete haben wir geschafft. Und jetzt würde ich hier in die Stammausgabe reinfahren. Ich habe es endlich geschafft, gehabt, auch hier endlich anzukommen. Und da wollen wir mal gucken, ob wir ja auf das Holz denn hübsch auflegen können, weil das wird dann natürlich dann auch wieder klitschko klein, das ist ein bisschen problematisch. Denn ich muss halt mit diesem Kran dahin kommen. So, und jetzt versucht mich hier noch hoch zu zerren. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das am besten anstelle, dass ich das Holz da hinkriege. Aber ich glaube, das sollte kein Problem sein, ja. So, hier setzen wir dich erstmal ab. Dann fahre ich mit dem hier weiter. Setze den ungefähr hier hin. Und da qualmen die Reifen. Gut. Und mit dem anderen. Motor abstellen, Handbremse an. Fortgeschritten. Fahrzeug wechseln. Mit dem fahre ich jetzt hier ran. Ja, da ist auch eine ganz gute Geländeeigenschaft hier auf jeden Fall. Und dann muss ich jetzt. Ungefähr. Ja, das sieht gut aus. Gucken wir mal. Ja, das passt. Vielleicht nur ein Stück weit zurück. Genau. Dann kommt das auf jeden Fall rauf. So, Handbremse. Und dann werden wir wieder das Fahrzeug wechseln. Jute, der Reifen dreht gerade durch, aber es sollte kein Problem sein. Jetzt wechseln wir hier das Fahrzeug, starten den Motor, machen die Handbremse runter und dann fahren wir hier ran, erzeugen Holz, laden das Ding auf und dann ab, yippie. So, ich stelle mir mal perfide hier so hin. Genau. Und jetzt gehen wir in die fortgeschrittene Steuerung. So. Dann jetzt los. Von da muss ich das Holz holen. Wir erzeugen mittellanges Holz. Dann muss ich nicht zweimal fahren. Vorausgesetzt, ich komme da natürlich ran. Alles klar, ich komme nicht ran. Na denn, noch aus dem fortgeschrittenen Modus raus. Dann fahren wir noch ein Stück weit ran. Ohne unsere Karre umzukacheln hier. Oh. Handbremse. Fortgeschritten. Kran. Ach ne, Kran, genau, den hier. Da oben müssen wir nehmen. Und dann versuchen wir noch zu greifen. Ja, der hat gerade ein bisschen gebackt. Haben wir. Jetzt laden wir das Ding auf. Ist Nummer 1. Das geht ja recht fix eigentlich. Nummer 2. Ach nee, na komm. Wird blockiert hier. Oh, jetzt vielleicht? Nee, immer noch nicht. Hinten drücken, nach vorne drücken. Schieben wir den jetzt hier ein bisschen dezent nach links.
Nee, blockiert immer noch. Na gut. Alles klar. Dann müssen wir mal nochmal das Fahrzeug wechseln. Wie sieht es denn eigentlich aus? Kommen wir da rüber? Ja, muss so reichen. Wir kommen ja sowieso gleich wieder raus. Fahrzeug wechseln. Ach nee, Motor aus. Fahrzeug wechseln. Handbremse an. Ist. Dann gehen wir hier weiter. So, okay. Kran. Den Krangreifer aktivieren. Licht machen wir natürlich mal an. Obwohl das eigentlich wenig bringt. Also wir bleiben erstmal hier. Jetzt können wir Holz erzeugen. Nummer 2 und jetzt Nummer 3. Schnellstmöglich. Wir haben schon wieder viel zu viel Zeit verplempert diesbezüglich, aber jetzt können wir halt alles aufladen. Genau. So, jetzt machen wir Kran wieder herstellen. Machen den Greifer. Und dann fahren wir die Kiste wieder raus hier. Jetzt müssen wir nämlich die andere Kiste nochmal umdrehen, aber die werde ich auf jeden Fall schon mal so parken, dass ich sie nur noch ranhängen muss. So, dann Handbremse an. Aus Sicherheitsgründen nochmal den Trick hier. Denn fortgeschritten. Ach nee, ja. Fortgeschritten, Fahrzeug wechseln. Kommen wir nicht ran, alles klar. Machen wir machen wir per Karte. Denn starten wir den Motor und drehen die Kiste um. In der Theorie haben wir ja alles erstmal so aufgeladen, wie es sein sollte. Jetzt gucken wir mal, ob auch alles stimmt. Genau, es ist drauf, perfekt. Siehst du, ich hätte ja auch hier den Hänger vielleicht noch mit einfahren können. Hätte ich hier mir auch noch ein bisschen was gespart. Aber gut, jetzt ist es zu spät. Da vorne will ich ran. Und dann fahre ich die andere Strecke nach oben. Der hier ist schon lustlos. So, Fahrzeug wechseln. Typ 255. Denn die Winde rangemacht. Zack, fertig. Los jetzt. Genug immer tödelt. Stupsen mal an. Ach Mensch, natürlich. Ach, bin ich doof. Muss ja die Stützen wieder einfahren. Jetzt geht's doch viel besser hier voran. Ach ja, eine Route bräuchte natürlich auch noch. Jetzt ist die Frage, fahr ich noch mal Wasser durch oder... Oh ja, hier. Hier durchfahren wäre doch eine Möglichkeit. Dann kann ich auch gleich mal den A469 gleich noch mal zum Ziel nehmen, aber... Naja, das machen wir bei Zeiten. Jetzt müssen wir erstmal hier 1143 Kilometer fahren, Meter fahren, Entschuldigung, um halt da auch anzukommen. Auf der anderen Seite sitzen wir natürlich jetzt in mein Benzinmangel im Nacken. Schieben wir genau, schieben wir noch ein Stück an. Kommen wir auf jeden Fall voran. Da vorne ist es nämlich so weit. Da müssen wir wieder wenden, weil dann müssten wir unter Umständen mal gucken, wie weit wir jetzt noch mit 141 Liter kommen.
Weil Glück haben, haben wir auch eine hübsche Straße. Großzügig rüberfahren. Dann kommen wir auch an, auf jeden Fall. Oh, da vorne ist das Wasser. Und da müssen wir dann kämpfen. Oh, das Seil ist sehr gespannt, auf jeden Fall. Das wird jetzt natürlich ein klitzekleines bisschen problematisch. So. Genau, der schiebt. Jetzt müssen wir hier irgendwo durch. Oh, das wird ein Highlight jetzt hier. So. Wir kämpfen auf jeden Fall uns erstmal durch den Fluss. Die Strömung macht uns natürlich zu schaffen, weil auch das hat Auswirkungen auf das Fahrverhalten. Demzufolge müssen wir da sehr vorsichtig sein, weil der hier schwimmt mir auch gerade weg. So. Aber nee, wir haben es geschafft. So. Das ist jetzt wirklich die letzte Etappe. Wir müssen nur noch einmal das Holz da vorbeibringen. Und dann haben wir es doch irgendwie geschafft. So, 220 Kilometer, Meter noch, dann haben wir das auch hinter uns. Jetzt müssen wir hier durch den tiefsten Matsch. Werden aber zum Glück angeschoben von unseren Kumpanen hier. Der ein Geist zu sein scheint. Und hier müssen wir uns jetzt auf jeden Fall durchkämpfen. Ich habe nicht das ideale Gelände hier ausgesucht, fällt mir gerade so auf. Hier wird 124 Liter. Wir sind auf jeden Fall schon mal unter die Hälfte. Vielleicht ein bisschen weniger dosieren. Schieben wir den uns noch mal nach oben. Erziehen. Und da ist festerer Untergrund. Da werde ich rauffahren. Genau, und jetzt Yippie. Weil da vorne kommt nämlich der Hügel, oder? Oh, der sackt mir schon fast ein hier. Ja, es geht voran, es geht voran. Aber hier ist bergauf vielleicht nochmal der Differentialsperrenantrieb besser. So, Licht müssen wir auch nochmal wieder anmachen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir jetzt damit kommen, weil wir sind jetzt gleich unter 100 Liter Treibstoff. Jetzt, genau. Dann wird es natürlich haarig. Wenn ich Allrad ausschalte, verbraucht er weniger. Aber dann komme ich auch nicht mehr so gut voran. Also Allrad kann ich wirklich nur ausschalten, wenn ich auf ebener Fläche fahre und dann so einen Untergrund habe oder Asphalt. Aber ich fasse es nicht. Der hier schiebt mich sogar noch besser an. Ich wäre vielleicht besser dran gewesen, wenn ich mit dem Ding alleine gefahren wäre. So, und hier kommt jetzt die richtig heftige Kurve. Und die schaffen wir aber moderat. Das ist echt ein Hügel, ist das hier. Wir kämpfen uns aber nochmal weiter durch mit dem Differentialsperrengang. Und dann muss ich auf jeden Fall auf meinen Treibstoffverbrauch achten. Und da kommt er wieder, werden wir wieder angeschoben.
Ich fasse das nicht. Die Kiste ist auf jeden Fall besser als die, die ich jetzt hier habe. Ich wäre besser dran gewesen, wenn ich das Ding alleine nach Hause gefahren hätte. Aber gut, wie ich jetzt hier den Berg weiter hochkomme, seht ihr es in der nächsten Folge. Also lasst euch wieder ein bisschen nächstes Mal und haut rein. Euer Erwin sagt Tschüss.